Hallo, Sportfreunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute bewerten wir die Heimtrikots der Bundesliga-Saison 2021 von Platz 18 bis Platz 1, was meiner Meinung nach die schönsten, besten, bestdesignsten Trikots sind in der Bundesliga 2021 in der ersten Bundesliga. Ja, ich habe so ein Video jetzt schon bei One Football gesehen. Ja, dann habe ich es bei Reisegruppe Suff gesehen. Ja, der hat das jetzt auch gemacht vor kurzem. Und ich dachte mir so, ja, Bock hätte ich schon gehabt darauf. Weil es ist einfach so, es ist so ein bisschen so, immer so ein bisschen so, ja, hier kann man diskutieren, deswegen kann man diskutieren, ja. Und wir kommen einfach mal jetzt direkt mal zu Platz 18 und das ist für mich der VfL Wolfsburg. Ja, weil ich fand das Trikot von letzter Saison, das Heimtrikot, fand ich ganz schön. Ja, aber jetzt hat die haben dieses X halt irgendwie komplett verkackt hat. Ja, weil letztes Jahr das X bei den richtig dunkelgrünen war das, glaube ich. War das ein bisschen dunkelgrüner? Wenn mich nicht alles täuscht, das Heimtrikot war das, glaube ich, oder das Auswärtstrikot. Schlag mich jetzt nicht tot deswegen, aber ich glaube, eins von ihren beiden Trikots war es. Und es sah einfach geil aus. Ja, es sah einfach geil aus. Und das irgendwie so, ja, es sind so lauter Streifen in der Mitte an den Ärmeln. Das ist einfach komplett grün. Das Einzige, was mir halt richtig gut gefällt, ist halt das Ding, was ist hier innen, dieses Label da drin. Das gefällt mir halt richtig gut. Das ist wieder richtig, irgendwie ein kleiner Eyecatcher so. Weil sonst sieht das irgendwie so, ja, die ganzen Striche, das sieht so aus so, ja, hallo, ich bin ein Kind. So, machen wir mal ein paar Striche noch so drauf. Dann machen wir hier noch ein paar Striche so. Ja, und deswegen sieht es für mich irgendwie halt so, aus. Und jetzt komme ich noch zum Big City Club. Ja, es ist halt schon irgendwie sehr schlicht und auch, ja, halt so klassisches Berliner Trikot. Ja, aber ich weiß nicht, die anderen haben mir irgendwie so vom Stil her besser gefallen. Ja, hätten sie vielleicht die Streifen so ein bisschen anders da gemacht, vielleicht, ja, weiß ich auch nicht. Ja, dieses schwarze Streifen da neben dem blauen, das, oder dieses dunkelblaue Streifen da. Ja, Nike halt, ne? Und jetzt kommen wir noch zu den Eisernen. Die sind auf Platz 16. Es ist sehr, sehr schlicht Adidas. Die Adidas-Streifen hier oben drauf natürlich. Ja, kennt man, oder halt bei manchen sehr an den Seiten. Dann die klassischen Adidas-Streifen. Aber ich finde jetzt, es hat irgendwie nicht so, es sieht so irgendwie so ein bisschen langweilig aus. Es hat irgendwie nichts, ja, dieses Gelbe da in den Ärmeln ist irgendwie, geht so. Das Gelbe ist halt im Logo, aber ja, da hätten sie vielleicht so, ich hätte jetzt so gedacht, irgendwie bei dem Heimtrikot, ja, mal ganz dumm, so wie es jetzt wäre. Und jetzt hat dieser Berliner Bär, ist es, glaube ich, bei denen auch im Logo. Müsste ja. Der Berliner Bär so auf dem Logo und das irgendwie so ein richtig dunkles Rot so oben, so mitten im, so ganz groß auf dem Trikot drauf. Weil dann wäre das auch viel schöner irgendwie. Ich weiß nicht. Es würde halt viel schöner aussehen, so ein richtig dunklem Rot. Ja, da haben wir noch bald noch ein anderes Trikot darüber. Deswegen ungefähr so. Und jetzt kommen wir noch zu Platz 15 und das ist Hoffenheim. Ja, es ist einfach schlicht blau. Ja, diese Akzente an den Ärmeln, die Akzente hier im Hals, dieses ist so lala, kann man machen, muss man aber nicht. Aber dieses Sapp da, das stört mich irgendwie gar nicht. Ja, es stört halt nicht, es sieht irgendwie okay aus. Und es beim Hoffenheim-Logo ist ja auch dieser Querstrich. Wäre dieser Querstrich von dem Sapp ein bisschen anders da gesetzt, dann würde es halt so aussehen wie das Hoffenheim-Trikot. Wie das Hoffenheim-Wappen. Ja. Deswegen
für mich okayer Platz 15. Ja, wenn ich mir jetzt so überlege, hätte ich sogar Union vielleicht hoch, aber naja. Aber es ist okay mit Platz 15. Dann kommen wir noch zu Platz 14 und das sind die Knappen aus Gelsenkirchen und das ist der FC Schalke 04. Hoffentlich werden sie dieses Jahr auf dem Platz nicht landen, sondern ein bisschen weiter oben. Wir hoffen es ja. Ne? Ja, es ist ein schlichtes Blau. Es ist, finde ich, schöner als das von Hoffenheim, muss man sagen, ja. Diese Akzente an den Ärmeln passen voll gut. Dann das am Kragen sieht ganz okay aus, sieht ganz gut aus. Dieser ja, Gazprom-Sponsor, der stört halt gar nicht. Ja. Du kennst Schalke eigentlich fast. Irgendwie kenne ich, seitdem ich irgendwie gefühlt Fußball gucke, Gazprom bei Schalke irgendwie nur auf dem Trikot. Sind auch schon, glaube ich, auch echt lange Partner. Bin mir nicht ganz sicher gerade, aber ja. Es ist ganz okay. Ja. Vielleicht sollten sie einen anderen Trikotsponsor haben. Also so fürs Trikot. Die Marke des Trikots, ja. Vielleicht sollten sie das mal ändern. So, weiß ich nicht. Nike, Adidas, Puma. Und deswegen kommen wir mal zu Puma. Und das ist der Revierrivale der Hefts. Was ist der FC? Was? Borussia Dortmund. Der BVB. Sieht aus wie das Pokémon Electek. Ja, wir haben hier Electek. Läuft jetzt auf dem Fußballplatz in der Bundesliga rum. Ja, dieses, wenn jetzt immer noch Evonik, wirklich, meine ich jetzt ernst, wenn jetzt noch Evonik, es würde passen. Weil Evonik ist ja Stromanbieter, glaube ich sogar. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, nagelt mich nicht fest wegen dieser Aussage. Ja, aber 1 und 1 ist so, ist halt ein Telefonanbieter und kein Stromanbieter, weil dann würde das passen mit Evonik, perfekt. Würde perfekt passen mit Evonik. Mal ohne Witz, ist Stromanbieter, Elektro, Strom, ja. Weil alleine auch schon das Opel, der Opel hier an der Seite. Ja, der hat auch einen Blitz drin, das passt doch. Es passt aber. Aber irgendwie, das 1 und 1 macht das halt komplett kaputt. Ja, 1 und 1 macht einfach komplett kaputt. Wäre das noch Evonik, würde es locker auf Platz... Weiß ich nicht, Platz 5, 6, ja, unter den Top 10, wurde Top 5 vielleicht sogar. Ja, aber mit dem 1-1 Sponsor, das geht gar nicht. Platz Nummer 12 ist der Aufsteiger aus Bielefeld. Es ist sehr schlicht. Ja, Schüku-Fenster und Türen stört hier gar nicht. Ja, die Akzente an den Ärmeln sind super. Die sind richtig schön, die Vereinsfarben sind hervorgehoben, so finde ich jetzt. Weil dieses Weiß, Blau und dann das komplette Trikot halt schwarz. Ja. Und deswegen, für mich passt das, ja. Schreibt mir gerne eure Meinungen auch gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Für, ja, wo ihr, welche Platzierung ihr habt und so weiter, ja. Und dann gehen wir mal zu Platz 11. Und das ist der FCA Augsburg. Ein komplett schwarz-weißes Trikot. Es ist wirklich komplett schwarz-weiß. Ja. Man könnte denken, ihr habt das Trikot bunt gehabt, habt ein Schwarz-Weiß-Filter draufgelegt und fertig. Ja. Das Logo ist auch in Schwarz-Weiß gehalten. Finde ich schön. Sieht clean aus, aber ohne Witz, Kragen. Ja. Habe ich auch früher bei den Bayern-Trikots nicht so gefeiert mit dem Kragen. Ja. Man könnte sagen, es ist ganz gut, wenn es normaler Kragen, also normales Trikot-Ding, wäre das komplett okay. Dann würde es auch weiter oben sein, aber mit dem Kragen geht gar nicht. Dann kommen wir zu einem Karnevalsverein und das ist der FSV Mainz 05. Ja, die Premium-Fenster. Ja, der Karnevalsverein, es sieht einfach ein bisschen so aus, als was der Verein irgendwie repräsentieren soll. Ja, es ist ein Karnevalsverein. Ein bisschen hier dunkles Rot, dunkles, helles Rot, dann das an den Ärmeln, das sieht auch irgendwie sehr stimmig aus, finde ich jetzt. Es ist vollkommen okay.
man kann es so machen. Ja, man kann es einfach so machen. Dann kommen wir noch zu Platz Nummer 9. Das ist der andere Karnevalsverein aus Köln. Dieses Mal mit ihren Rennstreifen. Ja, sieht für mich ganz okay aus. Sieht gut aus. Ja, mit dem Rewe passt perfekt, ja. Rewe ist einfach irgendwie schon ein bisschen länger ihr Sponsor, aber Köln, ja, die Rennstreifen hier über die Ärmel hier, was spitz zuläuft, weil gefühlt so, es verbindet sich so hier, wenn es jetzt so länger gehen würde, würde es sich halt verbinden und dann hier unten dieser Streifen hier so gehen noch, hier so unten drunter ja, der Streifen hier, irgendwo, da irgendwo, der hier, wie ich es richtig gemacht habe jetzt, ja, ich finde es sehr stimmig, ja. So, kurzes Unterbrechung zur Halbzeit der Trikots Auswertung. Ja, ihr tippt gerne. Ihr wollt Preise gewinnen. Ja, hier seht ihr die Preise. Es gibt sogar noch Überraschungen. Die werde ich dann am Ende der Saison teilen. Ihr könnt mitmachen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ja, wenn ihr da Hilfe braucht, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr da Hilfe braucht. Ja, genauso auch, wie ihr auch in die Kommentare schreibt, wie ihr die Tipps fandet. Ja, oder wie ihr es findet, wie ich gerankt habe, die Bundesliga-Trikots. Und deswegen geht es jetzt weiter mit Platz Nummer 8. Also, viel Spaß noch. Und dann kommen wir noch zu Platz 8 und das ist RB Leipzig. Es ist einfach der RB Leipzig. RB Leipzig, Rasenballsport Leipzig. Auch wenn keiner den Club mag, aber ich jetzt auch nicht so. Ne? Hat man auch wo mal gesehen. Zeige nur Karrieremodus. Ja. Das, ich finde die Akzente halt schön. Ja, aber hier an den Seiten des Trikots finde ich das halt echt schön. Ja, das sieht ja wirklich auch sehr stimmig aus, weil es ist ein klassisches weißes Trikot, sind die ganzen Vereinsfarben plus vom Sponsor noch mit eingegriffen. Bei RB Leipzig hat er eigentlich nichts Gelbes, wenn man so auf das Logo guckt. Ist jetzt nichts Gelbes, aber die haben halt das Gelbe vom Trikotsponsor Red Bull mit hineingenommen, deswegen werden halt sehr viele RB-Clubs halt auch Red Bull genannt, aber naja, ja, die wurden auch so hochgekauft, ne? Aber naja, darum geht's hier nicht, wir gehen auf Platz Nummer 7, das ist Frankfurt. Ich finde sein Trikot echt schön. Ja, für mich ist es einfach die Skyline von Frankfurt, die ganzen Hochhäuser, weil Frankfurt ist bekannt für ihre ganzen Hochhäuser. Sieht einfach schön aus. Ja, würden sie es halt noch auf den Ärmeln gemacht haben, dieses rote, oder hätten sie halt unten an den Ärmeln angefangen, nur die roten Hochdinger zu machen, würde es halt nicht mehr so schön aussehen, würde ich jetzt behaupten, oder es würde schön aussehen. Ich kann es mir nicht ganz bildlich einstellen, aber ja, so ungefähr. Ja, viel sagen kann man dazu nicht. Es ist halt ein schönes Trikot, muss man echt mal sagen, von dem Club mit dem besten Fans, was die Leute immer so sagen. Platz Nummer 6 ist der nächste Aufsteiger. Und das ist der VfB Stuttgart. Ja, es ist das klassische Stuttgart-Trikot. Es sieht aus wie jedes andere, ist aber nicht wie jedes andere Stuttgart-Trikot. Aber dieser Brustring, der ist bei Stuttgart schon immer. Und Stuttgart kennt man nicht anders, ja. Es sieht sehr stimmig aus, weil diese, auch jetzt unter dem Brustring sind ja auch so grau-weiße Streifen, was man, glaube ich, kaum sieht im Video, aber ich glaube, drüber auch so geht es auch. Ja, über den Ding, glaube ich, geht es auch, diese grauen Streifen über dem Brustring. Ja, diese Jakob-Punkte hier oben, sehr gut. Hier das Rote sieht auch, ich finde es schön, ja. Und dann gehen wir auf Platz Nummer 5.
Und das ist das, was ich angesprochen habe bei Union. Es würde schön aussehen. Ja, der Berliner wäre bei Freiburg. Es sieht stimmig aus. Ja, Hummel hier oben, diese Dinger hier, was sie hier haben. Sieht gut aus. Ja, auf dem roten Trikot ist ja der Adler von Freiburg, vom Freiburg-Wappen immer mit drin. Das sieht schön aus. Ja, bei Freiburg wird es halt irgendwie komisch aus, wenn sie so ein großes Ding, glaube ich, haben. Und diese kleinen, die sind irgendwie schön aus. Schwarzwald-Milch, das stört gar nicht. Sieht gut aus. Ja. Allein die roten Akzente auch in den Ärmeln. Schönes Trikot. Schwarz hier unten. Ganz unten dann. Haben sie auch noch schwarz. Sieht schön aus. Muss man sagen. Ja. Die haben ihre Vereinsfarben mit drin. Aber. Ja. Deswegen kommen wir kurz vors Treppchen. Das ist mein Lieblingsclub. Der FC Bayern München. Ja. Ich habe ihn nur auf Platz 4 gesetzt. Weil es ein schlichtes rotes Trikot ist. Ja, weißen Akzente an den Seiten. Finde ich schön. Ja, hätten sie jetzt irgendwie noch irgendwas anderes gemacht. Irgendwie so wie letztes Jahr mit dieser, was so war mit der Allianz Arena. Ja, fand ich richtig schön. Deswegen ist es für mich eigentlich nur ein Platz 4. Besser wird es nicht. Und das, ja, sie können auch daran liegen, dass es ein bisschen mein Club ist, ja. Aber naja, dann kommen wir zu Platz 3 und das ist Leverkusen. Die haben auch im Logo, das Logo weiß, komplett weiß gemacht, ohne Farbe, sieht gut aus, weil es ein schwarzes Trikot ist. Ja, Jakob wieder oben, diese Punkte wie immer. Ja, die roten Akzente hier an den Ärmeln ist schön, oben am Kragen. Passt perfekt. Ja. Barmenia passt auch perfekt dazwischen rein. Die hätten sie auch eigentlich, weil sie Bayer, hätten sie eigentlich auch die Bayer-Versicherung nehmen können. Hatten sie, glaube ich, früher mal. Schlagt mich nicht tot deswegen, aber ich glaube, die hatten sie früher mal. Die noch bleiben können bei Bayer. Ja, das haben sie ja auch auf ihrem Logo mit dem Bayer. Ja, Bayer-Versicherung. Ja. Ich finde es sehr stimmig, weil auch in dem Trikot sind ja die sind, glaube ich, glänzende Streifen. Ja, glaube ich jetzt mal. Dass es so glänzende, dünne Streifen sind, dass es so ein bisschen mehr Kontrast gibt. Weil das sind schwarze Streifen, die, glaube ich, glänzen. Ja, glaube ich jetzt mal, dass es irgendwie so ist. Und das finde ich irgendwie, sieht stimmig aus. Ja, es hat irgendwie nichts zu bemängeln. Weiter unten wäre eine Tragödie gewesen. Das ist hier. Ist mein verdienter Platz Nummer 3. Und dann kommen wir noch zu Platz Nummer 2. Und das ist ein Club, der letztes Jahr fast abgestiegen wäre. Und das ist Werder Bremen. Ja, ich finde es schön. Die sind sehr super, super gemacht. Es sind solide Trikots. Man kann nichts dagegen sagen. Ja, irgendwie mag ich das. Irgendwie bin ich so. Alles klar. Mag ich es, wenn es so ein bisschen wird auf dem Trikot auch aussieht, so ein bisschen. Ja. Weil es sind so lauter grün, dunkelgrün, bisschen helleres Grün, wieder ein dunkleres Grün, so ein bisschen gemixt ist es immer. Sieht schön aus an den Ärmeln hier so runter, dann weiß noch mit dabei, ja, Vereinsfarben halt. Ja, finde ich ganz schön. Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1. Trommelwirbel. Es ist, wenn ihr wisst, welcher Club noch fehlt, dann wisst ihr schon, wer Platz 1 ist. Und das ist ganz klar. Ja, Gladbach. Ja. Ich finde es schön. Deswegen, es hat für mich Ähnlichkeiten an dem letztlichen Bayern-Trikot. Ja. Ich finde es schön. Ja. An den Seiten, glaube ich, ist es mehr nur weiß. Ja, weil es im Rücken komplett, glaube ich, weiß ist. Deswegen, ja, oben an den Ärmeln, hier oben auf der Schulter, ist es auch nur weiß. Ich
bis zum Ärmelansatz und dann hier ging ja das Muster los. Ich finde schön. Ja, da hat Puma einen richtig guten Job gemacht. Und 120 Jahre Trikot. Ja, 120 Jahre gibt es jetzt den guten alten Borussia Mönchengladbach. Bayern gibt es gleich auch 120 Jahre, ne? Leute. Ja, auch 1900. Genau. Ja, Leute. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns. Ja, schreibt gerne eure Sachen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder bei einem neuen Video. Was auch immer es sein wird, ist es ein gutes Video. Also, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.